So, jetzt kommen wir zu einem Punkt, auf den ich mich schon die ganze Zeit freue. Roland Koch, wie sind Sie eigentlich nach Celle gekommen? Ah. Celle, das ich war mein, auch mein, das, ja, das ist ja groß. Musst du hier schon verstecken. Erzähle ich sehr. Weil Sie da schon so. Ja. Erzählen Sie mal. Also, Mitte der 80er Jahre. Ja, Mitte der 80er Jahre, das war mein erstes Engagement. Und ich war schon in ich hab hier noch übrigens. Vorher, ja toll. Ein altes Programmheft vom Schlosstheater Celle. Schade, dass Sie das Rumpelstilzchen, ich habe nämlich das Rumpelstilzchen da gespielt, als zweite Premiere, ja. Erfolgreich übrigens, toll. Schade, dass Sie das nicht dabei haben. Da gibt es ganz tolle Bilder mit grünen Strümpfen und herrliche rote Bärte. Ich habe noch schöne Bilder gleich. Ja, gut. Ich habe gleich noch schöne Also, auf jeden Fall, ich bin nach Celle gekommen, auf der ersten Vorsprechreise, da sucht man einen Job. Und da war ich in Darmstadt, da hat man in Darmstadt gesagt, das ist eigentlich alles ganz toll, aber sie sind 10 cm zu klein, weil unsere Frauen sind alle so riesig im Ensemble. Das hat mich schwer getroffen. Ich bin dann weiter über Aachen irgendwann nach Celle gekommen. Alle haben so ein bisschen so behandelt, so Leben kommen hier an und die können froh sein und so. Nein. Und dann bin ich in Celle angekommen und Celle war das Theater, die gesagt, wir möchten Sie sofort haben. Mhm. Können Sie gleich unterschreiben? Sie kriegen 100 Mark mehr, wenn Sie jetzt hier gleich unterschreiben. Das hat mich absolut überzeugt, dass die mich haben wollen. Da habe ich sofort unterschrieben und bin 2 Jahre nach Celle gegangen. So, und dann haben Sie den im Kabarett gespielt. Also eine tolle Inszenierung, muss ich sagen. Gesehen, wirklich? Ich habe es nicht nur gesehen. Ich muss an dieser Stelle gestehen, dass ich damals Abitur gerade gemacht habe und sogar mitgespielt habe. Ach, das ist nicht wahr. Ja, wir haben auch ein paar Fotos eingeblendet. Ich habe natürlich Fotos gemacht. Oh. Guck mal, da vorne stehen Sie. Wo? Die Dame mit dem roten Kleid, das ist Gabi Dai. Ja, richtig. Ich gebe zu, da lief was. Und wo sind Sie? Sie verbeugen sich da links daneben, in der Mitte der Conferencier, Alexander Walewski, der auch das ganze Stück inszeniert hat und Regie. Ja. Günther Fischer als Frau verkleidet. Ja, das war ein Günther Fischer Sextett, die haben Musik gespielt. Ja, ja. Auf der Bühne live, das war eine tolle Inszenierung. Aus dem Osten damals kam die, der einzige DDR-Bürger, der einen Jaguar fuhr. Hier, guck mal, da bin ich. Mit der Dame mit den roten Haaren, streng gescheiteltes Haar. Ah, toll, ja, tatsächlich. In einer Tanzszene? Das ist ja. Das ist und großartig. Vorne rechts sind übrigens Sie auch. Sie durften mit der schönsten Statistin gemeinsam auf die, tanzen. Auf die habt ihr es alle abgesehen gehabt. Dann. Ja, ja, selbstverständlich. Toll. Und ein Foto haben wir noch von Ihnen. So, gucken, hier. Oh Gott. So sah aus. Ja, großartig, toll. Also, das ist eine tolle Geschichte. Ja, das ist also wirklich, großartig. Ist das schön, oder? Ja, herrlich. Ich meine, es war ein großer Erfolg. Ja, ja, natürlich. Es war eigentlich alles sehr erfolgreich. In Celle war ja immer ausverkauft. Ich glaube, dass Abos damals vererbt wurden am Schlosstheater Celle. Das konnte man gar nicht kaufen, sondern man kann nur hoffen, dass irgendjemand mal aussteigt und dann konnte man nachrücken. Wird jetzt renoviert auch übrigens. Also wird ein bisschen was getan. Also ist eine tolle Geschichte. Ja. Wir reden gleich weiter auch über diese kleinen Gegenstände, die Sie hier vorne mitgebracht haben. Der Trecker, der lacht mich ja schon die ganze Zeit an. Aber vorher gucken wir uns. Ja, Roland Koch heute Abend auf dem roten Sofa. Und das ist ja großartig. Wir haben ja gerade festgestellt, dass wir mal gemeinsam sozusagen aufgetreten sind. Ich zu Abi-Zeiten als Statist, Sie als fertiger Schauspieler schon im Schlosstheater Celle. Ich erinnere mich jetzt auch. Ach, doch auf. Nein, alle Frauen standen auf dich. Das stimmt. Ich sehe es noch vor mir, als wäre es gestern. Doch, doch, absolut. Ja, ja. Wir können uns wirklich duzen jetzt, denke ich, oder? Wir kennen uns so lange quasi. Schon. Ja, also quasi, ja, freut mich. Roland. Sollen wir jetzt den Trecker, den du uns mitgebracht hast? Ja, das ist so, man hat mir ja angeboten bei euch, dass man hier draußen im Studiogelände mir einen Trecker aufstellt, weil das ja immer so mein Traum war. Ich würde gerne einen Trecker besitzen. Ja. So, das ist in Wien nicht so ganz einfach. Aber das ist sozusagen mein Langzeitprojekt. Ich würde mir irgendwann einen Trecker zulegen und ein Stück Wald. Und mit diesem Trecker dann im Wald Bäume fällen. Roten, einfach durchfahren. Genau. Und dieser Trecker, das gehört aber zu, du hast so unheimlich viel Trödel zu Hause, ne? Ja, also... komm, wir gehen mal ein bisschen... Gut, okay, also wir müssen jetzt auch über meine Suchtproblematik auch noch reden. Ja, okay. Ich habe gelesen, Roland Koch bezeichnet sich selber als Krankensammler. Ja, so, sagen wir mal, kränklich. Krank an der Grenze, die Grenzen sind ja schwimmend da. Ja. Aber ich bin schon sagen wir mal, gefährdet. Also wenn so ein Tisch hier irgendwo ist, aufgebaut, auf einem Flohmarkt in Wien beispielsweise, dann kannst du nicht dran vorbeigehen. Ja, an diesem Tisch, das ist mir fast schon zu ordentlich alles. Mich interessieren ja die Tische, die so zugestellt sind, dass man mit Luchsaugen die Sachen finden muss. Also dass man sozusagen von ersten Blick denkt, das ist nur Ramsch. Aber dazwischen, hier zum Beispiel, diese Tasche da, die ist gut. Ja, ah ja. Die ist gut, das würde mich...
Das würde mich interessieren. Sieht man die? Ich hole die mal vor. Also es muss so ein bisschen was so, es muss was sein, was ja, so einen kleinen Pfiff hat. Ja, es muss merkwürdig sein, es muss interessant sein und es muss eine Geschichte haben, die mich interessieren könnte. Es muss irgendein Indizien müssen da sein, dass man sagt, das interessiert mich, das würde ich jetzt gerne wissen, wo das herkommt, was für eine Geschichte dahinter steckt. Und du hast zu Hause in Wien auch nicht ein Möbelstück, was irgendwie so aus einem normalen Geschäft stammt, oder? Nee, kaum. Kaum. Alles ja. Auf Trödelmärkten, Flohmärkten zusammengekauft. Ja, weltweit. Ja. Ja. Und also es kommen aber immer auch neue Sachen dazu? Ja, leider. Ja. Da kommt immer wieder was. Was sagt da deine Frau dazu? Der Deal ist, wenn vorne was reinkommt, geht hinten was raus. Ja, so. Gut, das ist ja. Und zwar derselben Größe, wenn es irgendwie möglich ist. So, ne? Aber das ist schon tatsächlich für mich ein bisschen ein Problem mittlerweile. Ich finde ja auch immer wieder neue Tricks, dass ich sage, man muss eventuell ausbauen. Man muss eventuell noch eine Garage anmieten irgendwo. Aber sie durchschaut das alles. Guck mal hier, das ist doch eigentlich auch ganz... Das sieht ein bisschen, würde mich jetzt auf den ersten Blick nicht interessieren. Na ja, gut, aber... Ist mir zu, also sowas finde ich wieder sehr schön. Ich mag ja auch gerne schöne Dinge. So ein Becher, das finde ich wieder sehr... Sehr schön. Wie lebt ihr denn in Wien? Habt ihr so ein Riesenhaus, wo irgendwie tausend Gerümpelräume sind noch? Oder? Nee, eigentlich nicht. Also die Wohnung selber ist voll. Mhm. Und das ist eine Biedermeier-Wohnung. Ja. Da ist ein bisschen Platz auch so. Und ich muss die Dinge allerdings in so Vitrinen stecken auch, dass nicht alles durch die Wohnung quasi... Wir sehen hier zum Beispiel so Regale, ne? Das ist von dir zu Hause. Das sind eingerichtete Regale, Das sind so Inseln, die ich mir dann baue. Ja, wo so kleine Installationen... So die kleine Schuhe, die passen aber gut. Die ist so kleines Stilleben, so die werden dann so inszeniert. Sind wie so kleine Inszenierungen, ja? Hier auch. Hier ist so das Thema dann so Glas mehr, ja? Es gibt aber eigentlich nichts, was mich nicht interessiert. Porzellan? Letztendlich, naja, das sind Eisbären. Eisbären habe ich schon immer gesammelt. Das ist schon seit 30 Jahren sammle ich Eisbären. Also, wenn dir irgendjemand mal eine kleine Freude machen will, der Eisbär, der tut's immer. Ja, da würde ich jetzt mal vorsichtig sein, dass ich jetzt Tausende von so kleinen Eisbären bekomme. Also der Spaß für mich ist das Suchen und nicht das beschenkt werden. Ja. So, ne? Ich liebe es, die Sachen zu finden und nicht mir bedeutet es nichts, wenn ich es bekomme, sondern ich muss es selber entdecken. So entdeckt. Ja. Etwas richtig Schönes haben auch.